Ein herzliches Willkommen zurück in World of Warcraft. Hallo, Merkondo. Hallo, Molenia. Ja, wir geben jetzt hier ab, ne? Das wollten wir ja machen. So hast du gesagt. So habe ich gesagt. So hattest du gesagt. Manchmal sage ich aber Dinge und tue sie dann nicht, Das stimmt, das geht mir auch oft weil ich so. die einfach vergesse. So, Zepter. Kriege ich da auch was? Schade. So, was kriegen wir denn hier Neues? Sprecht mit König Faurus in Ramkahen. Okay. Das machen wir doch gerne. Ich würde jetzt meine Inni starten. Ja. Machen wir beides. Zufällig. Okay. Jetzt, was bin ich drinne? Als Heilung. Perfekt. Dann mal eben schnell umzwitschen. Ja, so auf jeden Fall passt es dann in Part rein. Da kannst du fast von ausgehen, ja. Betreten. Ich habe kein Mana. Ich muss jetzt mal auffüllen. Ich hoffe, der Tank nimmt noch an. Und Ja. der Tank hat angenommen. Jetzt muss noch der Jo, toll. Das perfekt. Wasser war umsonst. Was denn? Sag, das Wasser war umsonst. Tja, macht nichts, wenn es nur normales Wasser ist. Das kostet ja nichts extra. So ist es so. Die Die Quest paar. hatten wir ja nun erledigt gehabt schon. Die paar Goldmünzen da. Ja. So, ich ziehe mir jetzt hier meinen Zaubermacht-Elixier rein und ein Elixier der mächtigen Gedanken. Einfach damit ich es irgendwann mal aus dem Inventar kriege und nicht unbedingt verkaufen muss. Ja, du weißt ja, wie ich so bin. Ich verkaufe ja so ungerne Klar. Zeugs. Ah, es ruckelt. Aber es hat eben gerade auch nicht wirklich aufgebaut alles, ne? Die Aufgebaut? Umgebung, ja, die Ach so. Umgebung hat ein bisschen länger gebraucht zum Aufbauen. Was haben wir denn als Tank? Nö, ein Krieger. Uiuiui. Sehr schön. So, habe ich denn jetzt alles an, was ich anhaben muss? Wasserschild, denkst du, das ist immer blöd, wenn man umzwitscht. Aber ich finde so, wenn du nur auf Heiler durch die Gegend rennst, das ist irgendwie blöd zum Leveln. Dann brauchst du so lange, um die Mobs umzuhauen. Ja, das ist doof. Deswegen gibt es ja eben auch diese Ja. Talentspezialisierung. Man hat dann zwar eben klamottentechnisch das Problem. Ja, aber obwohl es geht, ja, wenn du, also jetzt Elo und Heiler, das geht. Ich habe halt zwar nicht viel Grit als Elo, ne? Ja, Aber aber dafür eben viel, das kann man nicht brauchen. das macht aber ja auch nichts. Nö. Also so viel Unterschied. Nein. Zum Questen, finde ich, reicht es auch. Ja, vor allen Dingen auf diesen Gebieten und diese und so weiter, denke ich, ist das Natürlich. eher uninteressant. Selbst wenn du da als DD mal mitgehst, ist das völlig egal. Ja, sage ich ja, das ist, denke Ja. ich, eher uninteressant. Ich glaube, dass das eher so für Raids und so interessanter dann mal Ja, wird. ja. Platte brauche ich auch nicht. Auf jeden Fall geht es recht zügig voran, das gefällt mir. Das ist richtig schön. Ich mag es immer, wenn es zügig vorangeht. Ja. Der braucht erstmal wieder das da und das da. Und dann versuche ich mal ein bisschen Schaden mitzumachen. Ja, desto schneller das Ding weg ist, desto besser. So ist es. Ein bisschen heilen zwischendrin muss ich dann doch noch. Das nützt ja nichts. Dafür bist du ja auch Heilerin. Ah, Ah. jetzt habe ich's Alles verstanden. klar. Nein! So, da hat er jemanden erwischt. Der Wurm, und jetzt erwischt er mich Ich wollte gleich. gerade sagen, gleich erwischt er dich. Ich würde die ja wegkicken, wenn ich könnte, aber es geht ja auf normal gar nicht. Das geht nur auf Ele.
Ja. Aber nur das Gewitter. Huch, nee. Nicht Spieler angreifen. Das wird nichts. Stoff brauchen wir nicht. Gut. Sehr schön. Ah. Ist da einer rausgegangen? Nö. So. Manchmal ändern sich die Anführer der Gruppen. Ja. Ist ja auch ein cooles Viech irgendwie, diese Schlange, ne? Von dem Jäger. Ja. Sieht man eher selten. Ja, stimmt. Ach so, Dinge, man hat eigentlich immer eher so die Wölfe oder irgendwas Katzenartiges. Ja. Also eine Schlange, das ist mir noch nicht untergekommen. Finde ich cool. Gefällt mir. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja. Schön, was Ausgefallenes. Ja. Ich kann nichts looten. Ja. Du arme Mulenia. Ja. Was machen die denn da? Okay. Was auch immer das... Ach, das war eine Falle vom Jäger. Ich habe gerade mich gewundert. Ich denke gerade, hä? Warum kam da jetzt so ein komisches Licht und die sind alle draufgegangen? Das ist eine... Falle, eine Bombenfalle oder sowas in der Art. Oder ne? Feuer oder Feuerfalle. Sowas, ne? Ja, ich weiß nicht, ich bin mit dem Jäger ja noch nicht so weit. Und, welches Level habt ihr überhaupt jetzt im... Oh je. Also aktueller Part. Das weiß ich nicht. Und aktuell, also aufnahmetechnisch? Weil ihr seid ja schon ein bisschen voraus irgendwie. Ja, 35 oder so, glaube ich. Okay. Also noch nicht so arg weit. So weit voraus. Ja. Naja, man nimmt ja immer ein bisschen im Voraus auf, das ist naja, ja normal. Hauptsächlich, ne? Wenn die Osterferien jetzt ja dazwischen kamen. Richtig, genau. Ja. Eben, da muss man ja sehen, wie das zeitlich immer am besten passt. Genau. Ja, und ich finde, man muss auch einfach ein bisschen immer im Voraus aufnehmen. Ja. Ja, weil das zeitlich ja auch nicht immer passt, ne? Da kann man dann durchaus mal den einen oder anderen Tag überbrücken und sagen, ja, ich habe ja zum Glück schon aufgenommen. Eben. Vorsicht. Uiuiui. Jetzt habe ich beinahe geschlafen. Aber nur beinahe. Ja, nur beinahe. Ach, der Tank ist nicht im Sichtfeld. Wie blöd. Ich hasse das hier, ey. Ich bin immer am Hin und Her rennen und am gucken, wo sind jetzt diese Leute? Nein, wo sind die ganzen Leute, die ich heilen muss? Quecksilberklinge. Können wir nicht brauchen. Na, deine Reisegestalt. Ja, mein Wolf. Gibt es da verschiedene oder nur Wolf? Du kannst so einen Astralwolf haben, aber das ist keine Glyphe. Ah, okay. Den habe ich. Aber letzt. Mit ihr glaube ich nicht. Nein, habe ich mit ihr nicht. Aber letztendlich ist es immer ein Wolf. Ja, ja, es ist immer ein Geisterwolf. Mhm. Ist nicht wie beim Druiden, dass du Gestalten verändern kannst. Ich glaube, beim Druiden kannst du. Hast du jetzt ja den Elch? Mhm. Ich dachte, das ist immer volkabhängig. Nee, nee. Ist das nicht so? Nein, nein, das ist nicht volkabhängig. Du hast ja den Elch und als Wassergestalt dieses komische Ding. Ja, dieses Walross. Ja, dieses Ding. Und du kannst aber die Wassergestalt zu einem Orca machen. Durch eine Glyphe. Mhm. Und du kannst deine Reisegestalt, glaube ich, wieder durch eine Glyphe zu in den Geparden zurückverwandeln. Mhm. Wie es ja eigentlich auch immer gewesen ist, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell noch geht, aber vor einer Weile ging das mal. Wobei ich sagen muss, dass ich also rein vom Ding her finde, dass ein Elch besser zu einem Druiden passt, also zu dem
zu dem, was der so repräsentiert oder darstellt, finde ich das so. So, mein Gefühl sagt mir dann eher, ah, so ein Elch, das sieht eher nach einem Druiden aus als einen Gepard oder was auch immer das andere war. Ich muss sagen, ich konnte mich an diesen Elch oder Hirsch oder was auch immer das sein soll, erstmal nicht gewöhnen. Ja, okay. Das war ganz, ganz schwierig. Ich fand den sowas von schrecklich. Mittlerweile sehe ich das aber auch anders. Mhm. Also, das war zu Anfang war das natürlich auch so, weil das erstmal ungewohnt gewesen ist, ne? Da so ein plötzlich ein ganz anderes Viech zu haben. Eben. Aber jetzt so, wo das ja schon einige Monate so ist, finde ich, dass das wirklich besser zu einem Druiden passt. Ja, ich finde auch, das ist okay. Das passt eher so zu diesem in Einklang mit der Natur und friedliebend eigentlich und so. Genau, genau. Und das stelle ich mir so eher unter einem Druiden vor. Ja. Gar nicht so diese kampfgeilen Säue, wie das im WoW der Fall ist. Ja. Oh Mann, ich finde nur diese Eule irgendwie immer noch, obwohl die Eule natürlich passt, ne, vom Thematik her. Mhm. Wenn ich natürlich als Caster, also mit Magie und so, dann passt schon eine Eule, also Moonkin gut. Auch die Katze und der Bär passen eigentlich recht gut, wobei ich die Eule immer noch total schrecklich finde. Ja gut, das ist sowohl das Aussehen ist natürlich schon krass irgendwie, als auch die Geräusche, die dieses Viech macht. Ja. Das stimmt schon. Aber wie du schon sagst, passen tut es eigentlich grundsätzlich. Ja. Da ist es halt schön, wenn man auf Moonkin spielt, kann man sich ja auch eine Glyphe reinmachen. Und dann hat man ja seine Astral... Ey, hörst du jetzt mal auf, Mann? Seine Astral, Erscheinung. Mhm, genau. Und dann ist man ja einfach nur, ich glaube, einen kleinen Tacken größer und ein bisschen durchsichtiger. Ja. Und hat aber seinen normalen Charakter. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass man das eben machen kann. Ja. Denn die Eule ist wirklich hässlich. Mhm. Mann! Uiuiuiui. Voll nervig, das Ding. So, ich guck mal, dass ich jetzt nochmal schnell zwei Schlucke trinke. Ja, mehr waren es auch nicht. So. Ihr werdet an meinem Körper zerschellen. Gott, hey, wie mir dieser Typ auf den Keks geht. Ne? Da gibt's einige Bosse, die so nervig sind von dem, was sie so labern und so. Ja, weil die immer das Gleiche sagen. Aha. Ja, wir spüren's ja. Ja, jetzt hau schon zu, dass ich heilen kann. Oh Gott! Ja. Okay. Gott, ist der nervig. Eieiei, bist du nervig. Total. Total. So, Tank braucht Schild und da kann er abgehen. Kann er durchrennen. Ich heile den erst, wenn er fast alle weg hat. Ja, sonst gehen die nämlich auf mich los nachher. Ja. Wenn er die noch nicht richtig angetankt hat, sondern nur reingelaufen ist. So, jetzt kommt schwieriges Aufgabe. Hier ist es immer recht schwierig. Was? Heilen. Ja? Ja. Weil die Tanks eigentlich immer reinrennen, alle pullen und du die dann erstmal durchheilen musst. Weil die werden so runtergekloppt am Anfang.
Wobei, ihm geht das jetzt eigentlich. Das war okay. Gott sei Dank, der hat doch gar nichts verloren. Nee, der hat, das wäre nur eine Heilung gewesen, die er gebraucht hätte. Ja. Aber ganz viele irgendwie, die werden sofort so runtergekloppt, da musst du so aufpassen. Mhm. Ja, ja, du hast ja aber auch viel bei Tanks irgendwie, dass sie durchaus alles ist mir egal Einstellung haben. Ja. Und dann eben auch in diesen Dingern da stehen bleiben und so Geschichten. Genau. So, oh, lass den Heiler mal machen. Ja. Wo ist der da? Ja, wir spüren den Zorn. Todesschwinge ist doch tot. Den rasenden Zorn. Nun? Ist das hier sehr ruhig? Also ich glaube, die Mobs werden zu schnell weggehauen. Mhm. Ja, die fallen ja auch recht zügig um. Ja. Das war's ja gleich schon. Fall um. So. Die habe ich ja noch gar nicht. Die habe ich ja noch gar nicht. Was hast du noch gar nicht? Die Blutträne. Ach so. Na dann hoffen wir mal, dass du sie kriegst. Ja, schauen wir mal. Hehe. Hast du leider nicht gekriegt. Nein, wir hatten die gekriegt. Eure, was, wie heißt das? Ja, toll. Mage. Ne? Ach, dann eben nicht. So ein Ärger. Ja, passiert. Naja, das geht ratzfatz, dann brauchst du die nicht mehr, dann wäre die eh schon wieder... Ja, ich meine, es ist jetzt noch irgendwie ein halbes Level. Ja, und du wirst auch ohne das Ding klarkommen. Meinst? Also ich bin mir ziemlich sicher. Kann ich hier schon was mitnehmen? Nee. Ja. Wir werden sehen. Ich werde dich daran erinnern, wenn ich sterbe oder so, weil ich dieses Teil nicht habe. Naja. Hm. So, dann gehen wir jetzt mal zum König. Hallo, Herr König, ich bin da. So, beenden. Und eine Sequenz. Eine Sequenz. Die leider nicht vertont ist. Ja. Das ist schön, in MOP ist alles vertont. Nein, zumindest fast alles. Ja, aber ich denke, wie gesagt, in Warlords of Draenor wird das nochmal mehr sein. Ja. Gehe ich auch mal von aus. Ich finde, das macht das Ganze auch wirklich einfacher. Also, es gibt zwar so Dinge, das Nachteile vielleicht auch, weil vieles länger dauert, wenn ich mir jetzt eben sowas wie SWTOR angucke. Ja. Ja, man hört sich ja diesen Text immer wieder an, bis man dann so eine Quest irgendwie mal, also so eine Quest angenommen hat erstmal. Ja. Yeah. Kann das schon eine Zeit dauern, aber ich finde das durchaus atmosphärischer und schöner irgendwie, wenn die Leute sich unterhalten tatsächlich auch. Ja, schon. Wobei ich das bei Questannahme jetzt nicht unbedingt haben muss. Dass mir ja, erst kommt, der ganze Text irgendwie erzählt wird. Es wäre halt schön, wenn man da, wenn man die Möglichkeit hätte, das auszuschalten. Ja. Yeah. Sprich, dass man das beim ersten Durchgang sozusagen anhat. Ja. Ja. Und wenn man dann die gleichen Quests oder das gleiche Volk nochmal spielt, wolltest du das vorlesen? Nö. Das gleiche Volk nochmal spielt oder so, dass man das dann eben ausschalten kann. Genau. Dass man dann eben sofort diese Quest annehmen kann, wenn man will. Schönen Tag auch. Aber ich nehme an, dass das bestimmt vielleicht ist das aufwendig oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. So, hier haben wir meinen Reparierer. Oder vielleicht ist das inzwischen auch schon so bei einigen Spielen. Hm. Da kann ich so gar nichts zu sagen. Nee.
Okay, gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal den Part. Und im nächsten gucken wir dann, was wir machen. Ja, ist gut. Ne? Machen wir das. Gut, also bis dann. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.